Herzlich willkommen zu unserer wunderschönen Roomtour von unserer neuen Villa auf Madeira. Es gab ja 2 Tage kein Content, wir hatten Akani. Ganz schnell zurück. Wir waren jetzt ein bisschen länger unter. Wir waren jetzt ein bisschen länger unterwegs, aber wir haben es endlich geschafft, Leute. Wir sind in unserer neuen Villa auf Madeira, die wir jetzt ein bisschen antesten für 2,5 Wochen circa. Und dann, maybe, noch mal ein bisschen länger hier sind. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwas überstürzen. Es ist spät nachts. Wir haben jetzt 21 Uhr oder sowas. Spät nachts, vor allem, Digga. Ich bin wirklich Rentner geworden, Alter. Und die Bilder von Innenraum nehmen wir quasi alles. Also die Roomtour nehmen wir gerade am Abend auf. Die ganzen Shitbilder kommen von morgen, damit wir einen Upload haben. Jetzt 2 Tage kein Video. Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt runter und fangen unten an. Hier steht unser erster Wagen. Das ist ein 4500. Nutzen wir gerne für unsere Rennen und weitere Ausflüge. Ist kein 4500? Hä? Hier ist alles irgendwie voll weird. Hier ist auf jeden Fall noch unsere Sportgarage. Hier haben wir tatsächlich unser Kraftauto stehen. Wir mussten halt tatsächlich ein bisschen abspecken. Wir haben halt gemerkt, okay, ein fettes Haus. Boah, ist das nicht geil schön. Ein fettes Auto ist leider nicht drin. Deshalb haben wir jetzt hier leider nur ein Renault Clio hingestellt. Ja, mein Gott, die Wagen, die da, die sind halt, die werden noch, die Unge hat uns verboten, Sportwagen hier einzuführen. Wir dürfen nicht, der hat eine Machete und alles, das ist auch gefährlich. Das ist auf jeden Fall unsere Garage, die ist wunderschön. Wir haben hier, wie gesagt, im Voraus gestanden. Der Schlüssel liegt da vorne. Falls jemand hier reinbricht, kann das Auto haben. Das ist sausmart. Das dürfen wir nicht anfassen, das gehört noch dem alten Besitzer. Und der ist auch ermordet worden. Der ist auch ermordet! Hey! Ja, dann weißt du, wer heute Nacht stirbt. Nein, 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 den du jetzt als erster anfasst, der stirbt. Ah! Oh mein Gott! Anyways, Gewalt gegen Mitarbeiter. Cool. Wir sind auf jeden Fall hier und... Das meinte ich per Hand, Bro. Das ist ein Mechanismus, dass du einmal per Hand ist. Ist das so richtig, dass das so stark runterfällt? Nein, das ist ein Not, Digga. Der ist deswegen auch rot. Hier stehen 5 Zeilen drauf, warum du dieses Ding nicht ziehen solltest. Cool, ich hätte gerade Notice. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Das ist auf jeden Fall Akani, seine Hunde drauf. Der hat es heute das erste Mal ist er geflogen. Er hat richtig gut gemacht. Wir können das natürlich auch hier. Draußen wieder auf. Das ist auf jeden Fall unsere Garage, passen 2 bis 3 Autos rein. Sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr krasses Haus. Hier ist Zimmer Nummer 1. So ein bisschen auf Keller angelehnt. Natürlich. Montana Black Keller raus. Yeah. Hier ist auf jeden Fall das Schlafzimmer von Julius und Tobi. Die schlafen hier gemeinsam. Hier ist die Ecke, wo sie quasi cutten. Das ist halt sehr schwierig, die Beine hier zu bekommen. Hier werden wir nicht cutten. Hier werdet ihr cutten. Ihr dürft das Zimmer die ganze Zeit nicht verlassen, außer zum Filmen. Ich bin außerdem nicht der Cutter. Du darfst das Zimmer nicht verlassen, außer zum Filmen. Nee. Zimmer hier auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir haben hier vorne, wie gesagt, nochmal so ein paar Porsche-Poster, die hat Tobi sich extra bestellt hierhin, damit er sich hier wohlfühlt. Ist sau weird, keine Ahnung, was das soll. Dann haben wir hier das Badezimmer der beiden, Toilette. Ja, wir gehen bei euch duschen. Ne? Weil, ja. Also. Nee, dann ist hier das Fußballfeld. Mach mal Licht an, Julius. Also hier haben wir ein Fußballfeld reingebaut, weil wir dachten, das passt ganz gut. Hier sind da eigentlich noch eine Badewanne hin, das haben wir gelassen. Hier ist ein einfach Fußballfeld. Das ist eigentlich ein Gym hier, ne? Hier ist unser Gym, da schläft ein Mo drinne. Dann haben wir hier eine Dusche, die extrem geil ist, weil die funktioniert nicht nur, sondern wenn man nämlich von da die Treppe runterkommt. Boah, geil! Boah. Hier ist nochmal ein weiteres Zimmer. Das will ich. Das öffnen wir erst bei 300.000 Likes. Das ist saugefährlich. Es ist krass, was da drin passiert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach oben und schauen uns mal den oberen Innenraum an, der sehr, sehr schön ist. Hier haben wir eine exquisite Wohnlandschaft, ja, mit einer einzigartigen Aussicht über die Stadt Funchal, ja. Hier ist eine richtig geile Küche, Schnittbilder, bam. Wir können trotzdem reinnehmen, einfach. Ja, lass ihn nehmen. Wohnzimmer, Schnittbilder. Bam. Wie
Wir gehen raus in den Garten, der extrem geil ist, denn wir haben hier von Madeira aus regelmäßige Streams. Wir haben Streams im Kochbereich, wir haben Streams im Grillbereich, wir haben einen Cutter, der tatsächlich gerade versucht, sein Gehalt zu erpressen mit einem Messer in der Hand, und wir werden die Polizei rufen. Das alles haben wir hier. Hier ist nochmal, wie gesagt, eine richtig geile Barbecue-Area. Es wird verschiedene Streams geben mit Anise Duck, mit Reefed, mit Unger und so weiter und so fort. Wird richtig, richtig nice. Just for your info, wir sind alle zumindest erst geimpft und schon getestet. Natürlich mehrfach PCR, Corona-Schnelltest, alles. Das kommst du hier gar nicht hin. Ach, zehnmal gemacht. Ich darf mich nicht aufführen wie ein König hier, ne? Wir sind alle auf jeden Fall mehrfach getestet und so, macht euch keine Sorgen. Das hier ist ja auch für uns nicht nur, das muss ich nochmal wiederholen, Urlaub. Größtenteils ist es Content Vacation, weil wir hier drehen und wir sind wegen den Grundstücken nochmals hier. Dazu aber die Tage tatsächlich mehr. Das ist auf jeden Fall ein richtig nicer Garten, no joke. Das finde ich übertrieben geil, das ist die hinterm Haus hier quasi. Das ist die Hauseingangstür, also hinterm Haus gelagert, da oben ist die Straße. Wir sind hier komplett unter uns. Hier ist aber ein richtig schöner Garten. Hier sind geile Lichter, wir haben die Lichtschalter nicht gefunden. Und schauen uns mal das Highlight des Ganzen an. Nämlich ich. Die extrem geile Puderschaft schauen wir später. Denn kannst du aufhören, an jeder Ecke zu stehen? Also, ihr seht es ja vielleicht hier draußen. Das absolute Highlight, Poollandschaft, meine Freunde. Kommt mit runter, schaut mal hier. Wir haben hier, ja? Wir haben uns nicht nur gedacht, wir holen uns einen Infinity Pool. Nein. Denn für einen vernünftigen Streamer auf Twitch brauche ich mittlerweile folgendes: einen Hot Tub. Und ich, Leute. Warte. Was denn? Und da kann sich auch wirklich Amorant oder wie sie heißt, mal ins Knie. Das ist ein richtiger Jacuzzi, ja? Gut, das hier ist noch. Guys, Rainer Kalmund war letzten Monat hier und der ist hier draufgetreten. Das Haus ist ein bisschen in Schwerlage geraten. Pool, Hot Tub Streams sind auf jeden Fall am Start. Hund, der ständig bellt. Halt deine Arme, Nachkolm! Da ist jemand. Der hat dich gesehen. Der bellt doch jetzt nicht die ganze Nacht, oder? Das ist der Typ, der bellt. Hier bellt ein Mann. Haben wir hier auf jeden Fall unsere wunderschöne Poollandschaft, kleiner Gartenbereich hier vorne. Dann haben wir hier unseren persönlichen Poolboy. Den haben wir mit dazu. Hola. Hello, how's it going, my man? I'm fine and you? I hope you have really nice time here. Yes, we have the nice time. Yes? How's about you the time? You enjoy the house? Leute, das ist das krasseste Haus, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, glaube ich. Und Mo hat schon mal drei Häuser in seinem Leben gesehen. Ich würde sagen, wir gehen mal los. The Portuguese guy is also here. Hello. What's up, my friends? Digga, der ist nicht nur nach Köln gezogen, der Typ hinter uns her. Akani hat auch ein echt Problem mit ihm, wie ihr gleich seht. Er ist auch einfach wieder hier. Das ist so weird. Akani, lass es. Ja, das ist auf jeden Fall unsere wunderschöne Außen-Area hier. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Sitzgruppe. Hier ist nochmal eine schöne Sitzgruppe. Und habe ich mir hier gedacht, ey, das wäre doch eigentlich auch mal ein Ding, dass man einfach mal sagen kann. Einfach mal ein bisschen DJ-Streams macht, wenn ihr darauf Bock habt, grrrt, weil wir haben hier richtig schöne Aussicht. Vielleicht könnte man hier ein richtig schönes Setup machen mit einer Drohne, die so ein bisschen circle-mäßig ein DJ-Set macht. Vielleicht wäre das ja mal eine Idee. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. So, wir gehen mal nach oben, das ist Erik. Ja, wunderbar, wunderbar, halt dich geil. Ja, yeah, geil. Hier haben wir wieder das Arbeitszimmer. Hier ist perfekt zum Streamen, wirklich. Dafür steuert das Mikrofon richtig geil, sehr, sehr wichtig. Hier werde ich mir wahrscheinlich noch ein Bildschirm von Simon mit reinstellen und in der Zeit auch ein bisschen streamen. Hier werden die Cutter meistens arbeiten und so. Ihr wollt gar nicht arbeiten, oder? Mann, das ist ein Esstisch. Lass ihn! Wir gehen nach oben, Leute. Hier haben wir nochmal eine wunderschöne Toilette mit Edelstahl. Sink, extrem geil. Hast du gerade den Hund getreten? Nein, ich schon. Perfekt. Dann gehen wir nach oben. So gehen übrigens reiche Leute die Treppe hoch. Frag mal Justin. Wir kommen hier vorne tatsächlich in mein Schlafzimmer. Extrem geil. Machen wir weiter mit dem Schlafzimmer von Elif, wie gesagt. Für die Mitarbeiter nur das Beste hier. Ja. Ich würde den Koffer genau an der engsten Stelle vom Raum hinstellen. Ja, lass uns den lieber. So, dann blockiert er noch mehr. Mhm. Gut gemacht, Elif. Hier ist Elifs Zimmer. Balkon ist da. Super schön. Mach die Handtücher kaputt. Die sind gefallen. Bettdecke ist nicht mehr neu. So, Elif. Was hast du davon, wenn? Hier hat sie. Wir gehen mal in den Kleiderschrank. Dreh dich um. Oh mein Gott. Dann haben wir hier tatsächlich noch das Badezimmer, auch extrem gut und geil, sehr, sehr schön. Hier ist auf jeden Fall gleich Innenausstattung über Umstand gewesen mit Baum. Das ist extrem geil. Wie gesagt, bitte kommt auf den Tag Nachtwechsel klar. Wir sind extrem müde und müssen erstmal klarkommen. Hier ist das Zimmer von Mo und Max. Wir haben hier zusammen eine Dusche. Toilette, wunderbar. Wollten unbedingt in einem Bett schlafen, obwohl sie hätten unschlafen können. Extrem geil. Und hier steht man dann oben und... Obens? Ja, enjoyt einfach mal das... Leben. So viel dazu. Ihr seht, ich bin extrem gehypt, ich bin aber extrem müde. Das ist auf jeden Fall das. Sehr geiles Treppenhaus hier von der Architecture her. Auch alles hier Smart Home, ne? Funktioniert nicht, ist mega cool. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier tatsächlich eine Skulptur. Die ist von Tanzverbot. Sehr, sehr geil, da werde ich heute Abend rein.
weil ich immer noch Single bin. Aber Reeves und Ali sind ja hier. Mal schauen, ob... Ja, komm schon. Gut, ihm schreiben auf Instagram. Mal ganz kurz hier in mein Zimmer. Das hier ist mein Duschbereich mit zwei Duschen. Immer noch nice, weil ich tatsächlich Single bin. Sollte hier irgendwer Deutsches auf der Insel vielleicht... Ach, komm, lass mich aber in Ruhe. Hier ist auf jeden Fall doppeltes Badezimmer, ne? Doppeltes Waschbecken für zwei Personen. Weil ich ja Single bin. Hier ein Kleiderschrank tatsächlich, extrem geil. Zweimal das gleiche auf beiden Seiten. Ja, da könnte man halt hier die Frau, hier den Mann machen. Bin aber halt immer noch Single. Und ja, hier habe ich... Wie du hier einräumst, du Tryhard. Oh mein Gott, das war's oder wie? Das ist ja echt traurig. Achso. Ich definiere mich nur noch über solche Sachen. Bis auf jeden Fall dazu. Badezimmer extrem schön. Und hier, dann meine Freunde, das... Liebesparadies, das Master Bedroom, ja, großes King-Size-Bett, riesiges Kuschelbett und hier vorne mein Bett halt, Leute, ich find's extrem geil, ach, wirklich. Das Ding ist halt, ich habe über die letzten Jahre halt ein... Wenn ihr Bock habt auf einen Tag Baby als Video, was, dann, ich hab mich mal ins Knie. Das ist auf jeden Fall mein Schlafzimmer hier, wie gesagt, hier könnte ich mit jemandem schlafen. Und da könnte ich mit... Hier könnte ich mit jemandem schlafen. Das ist ein Babybett, da schlafe ich mit niemandem drin. Hier könnte ich mit jemandem schlafen, da könnte ich mit jemandem schlafen, aber ich bin immer noch... Alleine. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser wunderschönen Roomtour. Gönnt euch auf jeden Fall diesen geisteskranken View, den wir hier haben. Ich muss immer gucken, wer die Scheibe ist. Bunjai! Loser, Alter. Ja, das war's auf jeden Fall mit dieser wunderschönen Roomtour. Wartet auf jeden Fall auf die Vlogs, die werden geisteskrank. Heute Abend gibt's ja das erste große Madeira-Event und zwar eine Sache, auf die ihr alle lange gewartet habt. Ein Cringe-Hit. Nicht mit irgendwem, nein. Mit einer Koryphäe. Mit einer so unglaublich geilen Sau. Leider nicht Reef, die hat keinen Kontakt mehr zu mir irgendwie. Lernen. Besser bin ich auch hier, um das schwanger geworden und so. Müssen wir jetzt halt drüber reden. Andere Sache, heute Abend Cringe-Date mit Anis Sedak wird extrem geil. 19 Uhr, deutsche Zeit, starten wir rein. Wird sehr, 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 sehr süß und geil und wir freuen uns drauf. Es gibt lecker Essen und dann gibt es die Tage Kochstreams, Grillstreams, Poolstreams. Wir gehen nochmal bei Unge campen. Wir haben eine Menge geplant und ich entlasse euch jetzt mit diesem wunderschönen View und diesem nachdenklichen Zitat von Tanzverbot und diesem geisteskranken View in den Himmel. Bist du ein Mädchen? Ja.